Martin Rütter, der VIP-Hunde-Profi, steht heute vor einer besonders schwierigen Aufgabe. Flavio, dem Mops von Heidi Klum. Der Hund von Heidi Klum, Flavio, leidet unter nervösen Stresszuständen, als würde er pausenlos von einer Hundepfeife penetriert werden. Na, da wollen wir mal gucken. Ich glaube, der Fall ist schnell gelöst. Schöne Frisur übrigens. Dankeschön, habe ich selbst geschnitten. Wo ist denn jetzt der verhaltensgestörte Racker? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Ziel ist nicht zu Hause, aber ich guck mal, wo der Hund ist. Ach, der muss sich bestimmt erst an die neuen Rudelbedingungen gewöhnen. Ja, das kann sein. Naja, und dann haben wir uns ja diesen schwarzen Hund angeschafft, aber der war irgendwie auch nichts für uns. Wenn der beim Ziel auf dem Schoß gesessen hat, dann konnte man den gar nicht mehr sehen. Ja, Frau Klum, das mit dem Flavio, das wird ja heute wohl nichts mehr. Scheint ja ein sehr, sehr scheues Tier zu sein. Ja, Flavio, du bist ein ganz böser Hund. Du bekommst heute kein Foto von mir. Ja, aber einen Tipp hätte ich da noch wegen dem Seel. Ball! Ich habe mich extra auf ihn draufgesetzt, um die Rangordnung klar zu machen. Das ist ganz wichtig bei hier, Dings, kleinen Hunden. Ach so, na ja dann. Um den Hund von Heidi Klum zu erziehen, habe ich mich ganz professionell auf ihn draufgesetzt. Seitdem stellt er sich tot. Ein Verhalten, das ich schon öfters beobachten konnte, wenn ich mich auf einen Hund draufgesetzt habe. Keine Ahnung, woher soll ich das wissen? Das war's auf jeden Fall vom VIP-Hundeprofi. Nächster. Ich hab's! Du läufst die Show für Flavio! Ich? Aber ich will nicht! Aus! Oh.